Mahlzeit und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum schon wieder ein Vorstellungsvideo von Wagen 43? Das müsste mittlerweile ja das dritte sein. Das Ganze hat mehrere Gründe. Ich bitte euch auch, wenn ihr das Video jetzt anschaut und es zieht euch vielleicht vom Titel jetzt nicht ganz so ran, bleibt bitte kurz dran, hört euch die ersten 2 bis 5 Minuten an, was ich da jetzt erzähle, weil das eine Sache ist, die mich persönlich auch ein bisschen belastet und die ich halt eben gern auch mal loswerden möchte. Also zum einen, warum jetzt wieder ein Video kommt, das hat folgenden Grund. Ich habe mir gestern das Video von Wagen 42 am Schrottplatz angeguckt, was letztes Jahr im Mai oder Juni entstanden ist. Und ich habe das Fahrzeug da ja auch vorgestellt. Und es war halt alles mehr oder weniger so Rätselraten. Ich habe mich halt irgendwie gar nicht so ausgekannt. Ich habe halt versucht, ja, das Bestmöglichste draus zu machen, aber so richtig toll war es nicht. Und ich habe ja in Münnerstadt auch nochmal ein Video vom 43er gemacht, wo ich das Fahrzeug, ja, vorgestellt habe. Das war aber halt mehr oder weniger auch so wischiwaschi, weil ich da auch ein wenig unter Zeitdruck stand. Und dann habe ich in Bayreuth auch nochmal ein Video gemacht. Das hat mir persönlich aber auch nicht so zugesagt, beziehungsweise da gab es noch ein anderes Problem, weswegen ich das rausgenommen habe. Und ja, somit gibt es eigentlich kein richtiges Video, wo das Fahrzeug richtig erklärt wird. Und ich dachte mir jetzt so, das kann und will ich so nicht im Raum stehen lassen. Und aus dem Grund kommt jetzt eben nochmal ein Video, wo ich euch das Fahrzeug so gut wie es geht vorstelle. Ihr seht schon, ich habe einige Klappen geöffnet, die ihr vielleicht in den anderen Videos auch schon gesehen habt. Aber ich will da heute ein bisschen genauer drauf eingehen und will euch da auf jeden Fall ein paar Sachen zeigen und erklären, weil es halt doch einige interessiert. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, weswegen ihr kurz dranbleiben sollt. Und zwar geht es halt eben um das Busprojekt. Also es ist nicht so, dass ich eines Morgens aufgestanden bin und gesagt habe, yay, heute verbrate ich mein Geld, ich kaufe mir einen Bus, sondern es war wirklich eine lang überlegte Entscheidung. Ich bzw. ein paar Freunde oder Kollegen, wir haben uns da halt echt zusammengesetzt, mehrmals, haben da lange drüber diskutiert, haben das ein bisschen durchgerechnet, wie wir das am besten machen könnten, haben da verschiedene Konzepte aufgestellt, hatten für dieses Jahr eigentlich auch schon ein Konzept in Planung gehabt und so wollten wir das Ganze oder wollen wir das ganze Projekt eigentlich realisieren. Ich weiß oder wir wissen, dass ein Bus eine teurere Hausnummer ist als ein Auto. Es kommt auch natürlich die Länge dazu, das Gewicht, klar, das ist irgendwas anderes als ein Auto, aber halt eben auch die Kosten. Ein Bus kostet nun mal mehr als ein Auto, sowohl an Steuer und Versicherung als aber auch in den Reparaturen. Vor allem, weil das Fahrzeug eben auch schon gut 25 Jahre alt ist, ist es halt, ja, recht angeneigt, was Reparaturen angeht, sagen wir es so. Trotzdem haben wir gesagt, wir wollen das Ganze probieren und durchziehen. Und ich weiß nicht, wer alles meine Videos guckt. Also ich weiß, dass ein paar Verkehrsunternehmen meine Videos gucken, aber jetzt so von Leuten, die mich kennen oder die ich kenne, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer jetzt hier meine Videos guckt und wer halt eben auch so in der Branche ein bisschen mit vertreten ist. Fakt ist auf jeden Fall, wir wissen, dass ein Bus eine teure Hausnummer ist. Wir wissen auch, dass das nicht so leicht ist wie ein Auto, so ein Ding zu erhalten. Aber Fakt ist, wir wollen es probieren. Und wenn es in die Hose geht, dann geht es in die Hose, mein Gott. Dann kann ich aber wenigstens sagen, ich habe es probiert oder wir haben es probiert. Und man kann dann anderen Leuten immer noch Tipps geben oder kann denen davon abraten, wenn man merkt, dass denen ihre Konzepte noch schlechter sind. Aber Fakt ist, wir wollen es auf jeden Fall probieren. Und da ist es mir dann scheißegal, ob es Leute gibt. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt welche gibt, die das so sagen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da Leute gibt, die behaupten, ja, von wegen, der schafft es doch sowieso nicht oder die schaffen das nicht, haben gar keine Ahnung, was weiß ich. Mag sein, aber wie gesagt, man kann wirklich sagen, man hat es probiert oder die sagen, man hat kein Geld. Ihr wisst nicht, wie es bei mir auf dem Konto aussieht. Vielleicht bin ich ein armer Schlucker, vielleicht habe ich aber auch 500.000 auf dem Konto. Also Spaß beiseite, aber wie gesagt, ihr wisst ja nicht, wie es bei mir aussieht und ihr wisst auch nicht, wie es beim Rest vom Team aussieht. Deswegen lasst uns einfach mal unser Ding machen, lasst uns mal ein bisschen probieren. Entweder es funktioniert so oder es funktioniert eben nicht. Das Ganze war letztes Jahr eigentlich auch komplett anders geplant, aber das Corona hat einem einfach volle Kanne einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wir waren ja im Februar mit dem Fahrzeug mal kurz unterwegs, das habt ihr ja mitbekommen. Und eigentlich wollten wir im März, April noch ein paar andere Sachen am Fahrzeug machen. Das war dann aber halt wegen Corona nicht möglich, vor allem weil Bayern halt sehr strenge Ausgangsbeschränkungen an den Tag gelegt hat oder halt beschlossen hat. Und somit war es einfach nicht möglich, irgendwas am Fahrzeug zu machen. Und deswegen, ich bin ehrlich, das Fahrzeug steht jetzt seit Februar hier. Ich habe es zwar ab und zu mal laufen lassen, aber es ist, wenn man so will, eigentlich komplett unbewegt. Ich weiß, es ist für einen Bus grottenschlecht, aber ich kann auch nichts anderes machen. Die Zulassungsstellen hatten bis vor kurzem noch geschlossen, beziehungsweise haben nur Sonderzulassungen zugelassen, weil wir uns da auch ein wenig erkundigt haben.
Und ein Bus ist keine Sonderzulassung. Sonderzulassungen sind dann quasi für Rettungswagen, Feuerwehrwägen oder wenn man halt wirklich einen speziellen Grund hat, aber ich habe keinen speziellen Grund, den Bus zuzulassen. Der Bus wurde jetzt nicht dringend benötigt, um irgendeine Linie zu fahren oder so. Aus dem Grund war es auch gar nicht möglich, den Bus zuzulassen. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt natürlich langsam wieder angekurbelt. Wir wollen gucken, dass wir dieses Jahr doch noch einiges am Bus schaffen. Das heißt, zum einen Wasserpumpe wollen wir tauschen, Ölwechsel muss gemacht werden, dann eventuell nochmal den Öldruckschalter tauschen, weil der wohl auch Probleme macht, wie ich jetzt so gehört habe. Dann, ja, Stoßdämpfer muss hinten raus, weil die am Arsch sind. Da haben wir jetzt aber auch schon ein Angebot bekommen für ein paar neue. Und allein in den Teilen sieht man schon, dass ein Bus kein, ja, leichtes Hobby ist, was halt eben jetzt den Preis angeht. Aber wie gesagt, da waren wir uns im Klaren drüber und Fakt ist, wir wollen das Ganze durchziehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns einfach mal machen, spart euch die dummen Kommentare. Wie soll ich sagen, wenn es in die Hose geht, dann ja, geht's halt in die Hose, aber dann kann ich wenigstens mit Stolz sagen, ich habe es probiert und mich von anderen runterziehen lassen. Das ist ja. Ist halt ehrlich gesagt scheiße. Deswegen mal gucken, was passiert. Vielleicht haben wir das Fahrzeug in 3 Jahren oder 4 noch, vielleicht auch noch länger. Schon wieder gutes Deutsch an Tag gelegt. Vielleicht ist aber auch in 4 oder 5 Monaten zum Beispiel das Projekt vorbei, weil es einfach finanziell nicht funktioniert. Wie gesagt, es wird zeigen, was die Zeit so bringt. Aber ich habe mich eben auch mit ein paar anderen Leuten unterhalten, die, sag ich mal, weniger verdienen als ich und die das Ganze alleine machen. Und bei denen hat es auch problemlos funktioniert. Deswegen. Man muss da einfach mal ein bisschen positiv eingestellt sein und muss aber halt gucken, wie das Ganze letzten Endes verläuft. Ja, nun geht es aber auch wirklich mal zur Vorstellung. Ich habe jetzt lange gequatscht und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal vorne und arbeiten uns dann von vorne nach hinten durch. Das ist, denke ich mal, das Leichteste. Und dann würde ich sagen, beginnen wir am besten gleich mal mit dem Arbeitsplatz. Also ihr seht schon, wir haben jetzt hier eben einen VDV-Fahrer-Arbeitsplatz, wie ihr ihn von mir zu Hause auch kennt. Ich gehe jetzt auch weiter auf die Schalter nicht groß ein. Weil, wie gesagt, es ist genauso wie bei mir daheim. Ist eben ein, wie gesagt, VDV-Armaturenbrett. Ja, wir haben halt eben hier den Kienzle 1318 verbaut. Dann haben wir hier in der Mitte die Kontrolllampen, rechts eben den Instrumentenknoten oder I-Knoten oder Display, wie ihr es nennt. Ja, dann haben wir hier eben diesen O405 Lenkstockschalter, wie ich ihn immer nenne. Also sprich das alte Modell. Bei den neueren Armaturenbrettern ist ja immer dieser runde Lenkstockschalter verbaut, den ja auch die Citarus kennt. Aber die 1997er Neoplan, die hatten eben diesen Lenkstockschalter. Ja, zum Fahrzeug sei auch noch gesagt, das habe ich jetzt ganz vergessen vor lauten Gequatsche. Es ist Neoplan N4016, Baujahr 1997. Das Fahrzeug hat 36 Sitzplätze und 60 Stehplätze. Hat einen MAN D08 Motor verbaut mit 220 PS und hat ein ZF 5HP 500 Automatikgetriebe. Also sprich Ecomat, was auch noch richtig jault. Dazu später aber auch nochmal mehr. Ja, das sieht man eben auch hieran am Gangwahltaster 1, 2, 3 DNR. Das N bleibt auch eingerastet. Also ihr seht, wir haben ZF verbaut. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich habe jetzt von mehreren Leuten gehört, dass wenn das N rausspringt, dass man angeblich ein Void verbaut hat und wenn das N drin bleibt, hat man angeblich ZF. Ob der Mythos stimmt, wie gesagt, kann ich euch nicht sagen. Da seid ihr jetzt mal gefragt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, dann hier auf der linken Seite haben wir eben das seitliche Armaturenbrett. Ein Armaturenbrett haben wir die DAV Typ 2 Schalter verbaut. Hier haben wir noch die alten DAV Schalter verbaut, wie sie eben auch bei MAN und Neoplan im VEV verbaut sind. Dann haben wir hier das Heizungsbedienteil, das ist ein Burkhardt Control Center 2. Es gibt Control Center 1, Control Center 2 und Control Center 3. Was der Unterschied zu 1 und 2 ist, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, da hat man hier weniger Einstellungen für die Heizung. Beim Control Center 3 ist noch zusätzlich eine Steuerung für die Klimaanlage mit dabei, was das Control Center 2 nicht hat. Somit ist auch die Frage beantwortet, ob das Fahrzeug eine Klimaanlage besitzt. Nein, besitzt es nicht. Es besitzt weder eine Fahrerklima noch eine Klimaanlage für den Fahrgastraum. Dann haben wir hier unten die Knorr-Feststellbremse, wie ich sie eben zu Hause auch habe. Die habt ihr ja, glaube ich, auch schon im Video gesehen, wo ich das Prinzip der Feststellbremse erklärt habe. Dann haben wir eben hier Spiegelverstellschalter. Das Fahrzeug selber hat zwei Dachluken. Ihr seht schon, Hebedach hinten, Hebedach vorne. Und hier hinten haben wir dann eben noch einen Getränkehalter. Dann haben wir hier das Mikrofon. Das ist ein Bosch Schwanenhalsmikrofon. Vorher war da ein älteres Modell verbaut. Ich habe immer Bohnenstange dazu gesagt. Das hat mir aber irgendwie nicht so gefallen. Deswegen habe ich jetzt dieses Mikro hier verbaut. Das gab es für 20 € auf eBay. Gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, aber ich finde es trotzdem deutlich schöner als diese dünne Bohnenstange, die ich da vorher drin hatte. Ja, das war, glaube ich, auch ein Blaupunkt, was da vorher drin war und kein Bosch.
Ist ja auch wurscht, Fakt ist auf jeden Fall, ich finde dieses Mikrofon hier deutlich schöner, auch wenn es vielleicht mit dem Isolierband nicht mehr ganz so schön aussieht, aber es funktioniert voll und ganz. Ich habe das daheim durchgetestet und es bleibt jetzt vorerst das verbaut. Ob da irgendwann mal Neues reinkommt, muss ich mal gucken, weil so oft braucht man das Mikrofon jetzt ja eigentlich auch nicht mehr. Und ein neues Mikro kostet halt, glaube ich, gut 150 Euro. Deswegen, wie gesagt, muss ich mal gucken, oder ob ich das jetzt hier drin lasse. Ja, dann haben wir eben hier den Sonnenrollo, altbekannt. Ja, Zahltisch haben wir hier, das ist ein Krautzahltisch, wenn ich jetzt richtig sage, doch, das müsste ein Krautzahltisch sein, ja. Ich stehe gerade schon wieder ein bisschen auf dem Schlauch. Da haben wir eben hier noch ein Fach, wo jetzt aktuell ein paar Reserveblinkebirnen drin liegen. Dann haben wir jetzt eben hier, wie gesagt, den Zahltisch. Ja, das wollte ich eigentlich vermeiden. Den kann man noch aufklappen, also wenn man das hier runterklappt, dann kann man den Zahltisch hier aufklappen. Und dann hat man hier drin jetzt eben nochmal ein Fach, wo jetzt aktuell ein paar Tachoscheiben drin liegen. Hier hinten hat man dann nochmal den Typ vom Zahltisch stehen. Und zusätzlich haben wir eben hier noch, jetzt muss ich erstmal einen Schraubenzieher aufheben, eine Montageplatte für einen L-Geber-Drucker. Also man kann mit dieser Montageplatte problemlos einen L-Geber T-Control 360 und 400 ansteuern. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal da oben in den Eurokasten. Und ihr seht schon, wir haben jetzt hier einmal einen Baugruppenträger, der jetzt hier bei mir leer ist. In echt wäre jetzt hier eigentlich ein Verstärker drin. Das müsste ein Ela Typ 901 sein, weil den habe ich auch zu Hause. Und nebendran ist noch ein Modul, das ist, glaube ich, ein Modem oder so gewesen. Das kann ich euch nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall, die Kabel hierfür sind noch da. Das hier ist das Mikrofonkabel, das ich damals gekappt habe, als ich das neue Mikrofon eingebaut habe. Das müsste ich halt eben wieder mit dem alten Mikrofon, also mit dem neuen Mikrofon jetzt verbinden. Da hat mir aktuell noch die Zeit zu gefehlt. Das werde ich aber auch demnächst mal machen. Dann wäre hier oben eben noch das Funkgerät mit drin. Und viel mehr Sachen gab es im Eurokasten eigentlich nicht. Also bei uns muss ich mal gucken, ob da was eingebaut wird, weil einen Verstärker bräuchte man halt fürs Mikrofon, aber sonst Funkgerät kommt in den Bus ja keins mehr rein, weil das Fahrzeug wird eh nie mehr auf Linie laufen. Von daher, ja, bleibt das Teil jetzt vorerst erstmal leer. Dann haben wir hier jetzt noch ein paar Relais. Hier rechts ist ein Relais mit IBIS. Das hat folgenden Hintergrund, und zwar hatte ich mal überlegt, ob ich in den Bus nicht ein IBIS-Gerät einbaue. Aber das ist ja wirklich nicht so einfach, die Anzeigen damit anzusteuern, weil das IBIS-Gerät eben den Datensatz DS003 sendet und die jetzigen Anzeigen DS021T haben. Somit ist die Ansteuerung halt mit dem IBIS recht schwierig. Man könnte natürlich die EEPROMs tauschen, aber ja, wie gesagt, den Aufwand, dann auch wieder die Kabel zu ziehen, da muss ich mal gucken, ob wir uns den machen oder ob wir das jetzt erstmal so lassen, wie es ist. Also dieses Relais hier ist eben aktuell erstmal ohne Funktion. Dann haben wir hier jetzt noch eine Klemmleiste, wo eben die Kabel für den Verstärker und das andere Bauteil, den anderen Slot, der im Baugruppenträger mit drin ist, wo da eben die Kabel aufgelegt sind. Dann haben wir hier links eine ganz interessante Sache, und zwar ist das ähnlich wie ein IBIS Sternpunkt. Das ist ein sogenannter Weidmüller-Verteiler. Ihr kennt ja wahrscheinlich die IBIS Sternpunkte, die in so einem Metallgehäuse drin sind, und so ähnlich ist es auch. Also sprich, dieser Verteiler verteilt eben unsere IBIS-Signale. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwas anderes macht. Also ich weiß, dass er IBIS-Signale auf jeden Fall verteilt, aber das kann auch sein, weil ich jetzt hier gerade die Kabel da unten so sehe. Die vierpoligen da unten, dass die eventuell sogar 24 Volt verteilen. Also wie gesagt, Wagenbus weiß ich, ob die anderen Dinger jetzt hier, was die machen, das kann ich euch ehrlich gesagt jetzt gar nicht so sagen. Falls ihr das wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, bei mir im Schaltplan, in den Schaltplänen daheim steht es auf jeden Fall drin, wozu die ganzen Kabel da sind. Da habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht weiter reingeguckt. Dann kommen wir nun zur nächsten Klappe. Das ist jetzt die Klappe, wo der Verbandskasten, Warnleuchte und Warndreieck drin ist. Im Notfall müsste man eigentlich hier diese Plexiglasscheibe einschlagen, deswegen ist da oben auch der Nothammer. Nachdem ich aber den passenden Schlüssel für habe, konnte ich diesen Kasten eben aufsperren und komme auch so rein. Und ihr seht schon, das Ganze sieht jetzt hier so aus. Wir haben jetzt eben hier zwei Verbandstaschen drin, wie es Vorschrift ist. Und dann haben wir hier eben noch die Warnleuchte samt Warndreieck oben drin liegen. Zusätzlich liegt hier oben eben noch eine Wagenheldanzeige drin, die ich getauscht habe. Da werdet ihr auch gleich mehr dazu erfahren. Ja, die habe ich einfach mal da oben zwischen gelagert. Dann hier rechts das Fach, das ist bei uns leer.
Da waren früher mal die Dokumente vom Fahrzeug drin gelegen, also sprich so Sachen wie Fahrzeugschein. Ob ich das bei mir da oben auch wieder reinlege, muss ich mal gucken, weil aktuell liegt der daheim. Und wenn wir mit dem Fahrzeug mal unterwegs sind, dann wird der Fahrzeugschein logischerweise mitgenommen, aber ich lasse die Dokumente eigentlich ungern im Fahrzeug, wenn niemand hier ist. Ja, ansonsten haben wir jetzt eben hier unsere Frontpartie mit den beiden Spiegeln. Hinter dieser Partie sitzt unsere Frontanzeige, das ist eine Brose. Die ist 24-zeilig, also 24 Pixel hoch. Breit kann ich es euch gerade ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich mache die Verkleidung jetzt aber nicht ab, weil man sieht ja sowieso nicht viel von der Anzeige. Man sieht eigentlich nur den schwarzen Kasten. Mehr ist da eigentlich nicht. Somit lasse ich diese Verkleidung jetzt dran. Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fahrerarbeitsplatztechnisch auch schon soweit fertig. Dann kommen wir jetzt eben hier zur Tür 1. Tür 1 ist eben eine Innenschwenktür. Hier oben hätten wir dann die Türmechanik, die mache ich jetzt auch nicht auf, weil da ehrlich gesagt auch nichts Spannendes weiter drin ist. Ich habe außerdem die Türmechanik von Tür 2 offen, die finde ich persönlich ein bisschen interessanter. Und außerdem möchte ich da noch ein paar Worte eben zu verlieren. Dann würde ich sagen, kommen wir nun zur Hauptschalttafel. Und dann beginnen wir am besten hier. Also das ist eben die Hauptschalttafel von dem Neoplan. Und ihr seht schon, da laufen einige Kabelstränge zusammen. Diese beiden Kästen hier, also der und der, das kennen ja die meisten, das sind die sogenannten Umsetzer. Das kann man sich auch als das Hirn vom Bus vorstellen. Also es gibt eben einmal den Master und den Slave und da gehen eigentlich die meisten Signale, oder ich will mich jetzt nicht täuschen, ich würde sagen, fast alle Signale, die halt, oder halt fast alle, wie nennt man es denn? Hier wird eigentlich fast alles verarbeitet, was es so im Bus gibt, sagen wir so. Also ihr seht schon, da kommt eben ein gewaltiger Kabelstrang raus und der Master und Slave, die steuern eigentlich alles. Die steuern zum Beispiel euer Display an, darüber werden die Türen mit angesteuert, was ich jetzt so weiß. Die Fehlermeldungen auf dem Display werden darüber aufgerufen, das Teil überwacht einen Vorratsdruck mit. Also es bekommt eben ein Signal von unserem Luftdruckgeber und gibt dann quasi dem Fahrer die Signalmeldung weiter, okay, hat das Fahrzeug jetzt genügend Luft, hat es nicht genügend Luft? Also Fakt ist, das Ganze ist eigentlich wie eine SPS, kann man sehen. Es kommen Eingangssignale rein, die werden verarbeitet und die Ausgangssignale werden dann eben rausgeschickt. In dem Fall meistens an den Instrumentenknoten, wo dann eben zusätzlich noch unsere Statusleiste mit angeschlossen ist. Ja, hier an der Seite haben wir dann Sicherungsautomaten. Die gehen von hier oben bis hier hoch. Und hier links haben wir noch eine Legende mit den Sicherungen. Man muss jetzt hier natürlich darauf achten, weil diese Legende hier, die ist numerisch geordnet. Also sprich, oben ist die kleinste Sicherung F4, unten ist F76. Das Ganze ist jetzt aber hier nicht der Fall. Also ihr seht schon, bei uns ist jetzt F4 hier unten, dann kommt F5, dann kommt F24, F26, F27, F28, F30 und das Ganze geht eben immer so weiter. Und ob man sieht, ob eine Sicherung ausgeschalten ist oder ausgelöst hat, das kann man jetzt eben hier in diesem Stift erkennen. Der Stift ist jetzt hier rausgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht. Der obere ist drin, der ist draußen. Das heißt, diese Sicherung, die ist jetzt ausgelöst. Ich kann mal gucken. F30, das weiß ich zwar jetzt auswendig, das ist die Sicherung für den Anlasser. Ich würde jetzt aber gucken, ich habe jetzt die 30 gesehen. 30 ist Starter. Also sprich, beim 38er steht Anlasser drin. In dem Bus hier steht eben Starter drin. Das heißt, unser Bus würde jetzt rein theoretisch, wenn ich die Zündung anmache und einen Zündschlüssel umdrehe oder den Taster drücke, nicht starten. 15 Ampere, das gibt an, für wie viel Ampere die Sicherung ausgelegt ist. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung. Und 294 ist die Leitungsnummer. Also wenn man wirklich mal einen Fehler hätte, dann könnte man quasi die Leitung 294 verfolgen und das wäre die Leitung, die letzten Endes auch zu unserem Starter bzw. Anlasser geht. Dann haben wir unten noch zwei Schlüsselschalter, dahinter haben wir noch einen Taster. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, dieser kleine schwarze Punkt hier hinten, das ist der ASR-Diagnosetaster. Dann haben wir da vorne eben noch zwei Schlüsselschalter, wo wir verschiedene Sachen einstellen können. Und zwar können wir hier beim ersten Schlüsselschalter, jetzt muss ich mein Handy wieder scharf stellen, einmal einstellen, ob Kneeling aus bzw. ein. Und dann können wir hier bei Schlüssel, Schalter, Getriebeprogramm wählen zwischen Eco und Power. Also ich gehe mal stark davon aus, bei Eco würde er wahrscheinlich ein bisschen früher schalten, dass halt auch der Spritverbrauch ein bisschen geringer ist. Bei Power, ja, würde halt wahrscheinlich normal schalten, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Das müsste man halt mal ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, das steht halt alles hier dran, aber die logische Schlussfolgerung ist eigentlich,
dass er halt bei Eco weniger Sprit verbraucht und früher schaltet und bei Power halt vielleicht ein bisschen später schaltet, man etwas ja, knackiger fahren kann, vielleicht sogar Kickdown hat, den man bei Eco eventuell nicht hat, aber dafür eben der Spritverbrauch etwas minimiert wird. Ansonsten haben wir eben jetzt hier noch den sogenannten Warnblinkergeber, der eben dann auch dieses Klacken verursacht, was ihr in manchen Bussen hört. Dann haben wir hier rechts was für einen Scheibenwischer. Hier drunter haben wir dann nochmal ein paar Anzeigen, die leuchten. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie einen Fehler hätten oder wenn sich das Fahrzeug abgesenkt hat, dann würden eben jetzt hier die verschiedenen Symbole aufleuchten. Ja, und sonst haben wir da eigentlich gar nicht mehr. Ich habe in den Schaltplänen gelesen, dass es wohl irgendwo auch eine Steckdose geben soll mit 230 Volt. Ich habe die aber ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Es kann auch sein, dass die das Fahrzeug gar nicht hat. Aber das hat auch einer von dem Vorbesitzer gesagt, dass angeblich die 1416 da oben irgendwo eine Steckdose haben sollen für 230 Volt. Oder waren es 24? Ne, ich glaube 230 Volt waren es sogar. Also da müsste man nochmal gucken, da bin ich mir ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig. Dann kommen wir nun weiter zur erweiterten Hauptschalttafel. Das ist eben der Teil in der Decke, den man einfach hier so runterklappen kann. Und auch hier sitzen natürlich wieder ein paar Steuergeräte. Wir haben jetzt hier einmal ein Wabco-Steuergerät sitzen, wenn sich dann fokussiert. Das ist für die EKAS-Steuerung zuständig. Steht auch hier Wabco EKAS-Elektronik. Das heißt, ohne dieses Steuergerät hätten wir keine EKAS-Regelung mehr. Dann haben wir hier nochmal ein paar Steckplätze von Relais. Hier steckt eins drin, die anderen Steckplätze sind unbelegt. Hier haben wir nochmal ein Zeitrelais. Für was das da ist, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das müsste ich auch mal im Schaltplan nachgucken. Dann haben wir hier ein Wabco-Steuergerät. Hier haben wir das ZF-Steuergerät. Und die Besonderheit ist, dieses ZF-Steuergerät sitzt bei den 1998er Neoplan hinten, wo es Motorsteuergerät sitzt. Das werde ich euch später auch nochmal zeigen. Bei den 1997er sitzt hier oben mit drin, bei 1998 sitzt das Steuergerät mit hinten drin. Ja, dann haben wir jetzt hier eine Diagnosebuchse für ABS, soweit ich weiß. Hier oben haben wir dann noch ein paar Taster, einmal für EDC-Diagnose und einmal für ABS-Diagnose. Also ob der Taster jetzt dieselbe Funktion hat wie der, wo im Schrank ist, weil der im Schrank ist ABS, ASR, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke mal schon. Dann haben wir jetzt hier oben eigentlich die Wagenheldanzeige verbaut, die jetzt aktuell oben im Schrank liegt. Und ihr seht schon, da ist etwas Größeres jetzt verbaut. Und zwar ist mir aufgefallen, dass unser Wagen 43 bereits Kabel für eine Innenanzeige gezogen hat. Und eben auch passende Löcher hätte. Und ich dachte mir dann so, okay, dann baue ich doch einfach mal eine VFD-Brose-Innenanzeige ein. Und so eine Anzeige war eben auch bei den 1998er Neoplan verbaut, bei Wagen 45 bis 47. Wagen 44, habe ich gesehen, hatte auch mal eine drin. Aber am Ende hatte der bloß noch Wagenheld drin. Also scheinbar wurde die mal ausgebaut, weil es entweder kaputt war oder, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, bei Wagen 43, der hatte hier schon die Löcher und der hatte auch schon die Kabel gezogen. Also entweder hatte der Bus mal eine Anzeige zum Testen drin, oder aber die Löcher und die Kabel, die waren von Werk aus bereits. Aber das verstehe ich nicht, weil die anderen Neoplan, die ja auch baugleich sind, die hatten komischerweise keine Löcher. Also Fakt ist, ich habe jetzt mal die Anzeige eingebaut, die funktioniert auch. Ich kann es euch eigentlich auch mal ganz kurz zeigen, wenn ich denn den Schlüssel finde. Also einige von euch kennen ja diese VFD-Brose Innenanzeigen, also für die Leute, die es jetzt eben nicht kennen. Ja, also ihr seht schon, VFD, V1.2, die haben eben so eine bläulich-grüne Schrift, die finde ich eigentlich recht, ja, ganz nice. Und eigentlich müsste er mir jetzt oben auch den Haltewunsch anzeigen, der kommt aber scheinbar erst, wenn hier die Schrift erlischt. Und das kann jetzt ein bisschen dauern, weil kein Wagenbussignal angeschlossen ist. Also hätten wir jetzt zum Beispiel einen ITCS-Computer angeschlossen, also sprich ein IBIS-Gerät oder halt einen Fahrscheindrucker, der eben Wagenbussignale sendet, dann würde die Schrift da oben schneller erlischen und dann würde er mir halt eben die dementsprechende Haltestelle anzeigen, die jetzt auf dem Rechner wäre. Nachdem ich aber nichts angeschlossen habe, kann es jetzt ein bisschen dauern und somit würde er mir, denke ich mal, auch nicht den Haltewunsch anzeigen. Also Fakt ist, es würde auf jeden Fall funktionieren. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal weiter nach hinten.
Hier rechts wäre dann die Seitenanzeige drin, die ist jetzt auch nicht weiter interessant, deswegen habe ich den Kasten jetzt auch nicht aufgemacht. Und dann kommen wir nun zur Tür 2. Bei Tür 2 handelt es sich um eine Außenschiebetür von der Firma Keycut. Und ich habe es jetzt ja auch schon öfters gesagt, einige von euch wissen es ja auch, der Bus kam mit einer defekten zweiten Tür zu uns. Also sprich, die Tür hat gar nicht mehr funktioniert. Die Leute, die das Video aus Münnerstadt gesehen haben, die haben mitbekommen, dass die Relais, die hier oben sitzen, teilweise etwas warm geworden sind. Und somit, ja, war das Steuergerät auch nicht mehr angeschlossen und die Tür konnte eben nicht mehr angesteuert werden. Das war ja letzten Endes auch der Grund, warum das Fahrzeug verkauft worden ist. Es war nicht der Grund, weil das Fahrzeug in einem scheiß Zustand ist, ganz im Gegenteil. Der Unternehmer hat gesagt, für ihn wäre das Fahrzeug eigentlich ideal, bloß ohne zweite Tür kann er mit dem Fahrzeug eben nichts anfangen. Ich gehe jetzt erstmal kurz nach unten mit der Kamera, weil sonst ja, wird mir langsam das ein wenig zu schwierig mit dem Reden. Da hat er gesagt, er kann mit dem Fahrzeug nichts anfangen und aus diesem Grund hat er es uns eben für einen Schrottpreis verkauft. Und als dann das Fahrzeug hier war, habe ich eben das Türsteuergerät von Tür 2 getauscht und ich hätte niemals gedacht, dass dann die Tür wieder funktioniert. Ich wollte es halt tauschen, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht haben wir ja Glück, es funktioniert, aber ich hätte nicht gedacht, dass es daran liegt. Aber Fakt ist, ich habe das Steuergerät eingebaut und auf einmal hat die Tür wieder funktioniert. Sogar die Rampe hat funktioniert. Und als dann der Besitzer den Wagen 38 vorbeigebracht hat, weil bei der Überführung von 43, da waren wir beide dabei, also ich und der Vorbesitzer eben. Und den Wagen 38 hat der Besitzer dann damals selbst hergebracht. Und da hat er halt gesagt, dann haben wir ihm das halt mit der Tür gezeigt und dem sind halt schon die Augen rausgefallen, als er das gesehen hat. Und man hat auch gemerkt, das hat ihm dann schon irgendwie ein bisschen wehgetan, dass er das Fahrzeug verkauft hat. Weil der hat sich bestimmt auch gedacht, ja gut, er hätte ja einen 38er gehabt, hätte er bloß das Steuergerät getauscht, dann hätte die Tür funktioniert und hätte er eigentlich ein Top-Fahrzeug gehabt. Also dem Fahrzeug an sich, ich sag's jetzt nochmal, dem fehlt eigentlich nichts weiter. Ich meine, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das Fahrzeug ist top gepflegt, man könnte damit zum TÜV fahren und es wäre gleich alles astrein. So ist es natürlich nicht. Aber für das Alter kann man sich bei dem Fahrzeug echt überhaupt nicht beschweren. Und ja, er zieht super fürs Alter, der Motor, der läuft wie eine 1, das Getriebe schaltet butterweich. Man hat eigentlich sonst keine weiteren Probleme, das Hauptproblem ist eigentlich wirklich der Rost. Und jetzt eben noch die Stoßdämpfer, aber wenn die Sachen behoben sind, ist es eigentlich nur noch der Rost. Und ansonsten fehlt dem Fahrzeug eigentlich weiter gar nichts. Zum Türsteuergerät jetzt eben nochmal, also wie gesagt, ich habe das Türsteuergerät getauscht, die Tür funktioniert jetzt und das Tolle an der Sache ist, ihr seht hier oben so einen Taster. Und wenn ich diesen Taster jetzt mal drücke, dann seht ihr, fährt unsere Tür auf. Und wenn ich diesen Taster jetzt wieder drücke, dann fährt unsere Tür zu. Das Ganze ist ein sogenannter Testschalter. Das hat, soweit ich weiß, die Funktion, wenn man jetzt zum Beispiel an der Tür was repariert. Also irgendwas an der Türmechanik ist kaputt, man tauscht das aus. Dann kann man die Tür eben auch von hier hinten ansteuern und muss nicht immer erst vorlaufen und muss dann da quasi auf den Türtaster drücken. Oder wenn man eben allein in der Werkstatt ist und man weiß nicht, was kaputt ist, dann kann man eben hinten auf den Taster drücken und sieht dann gleich, okay, wenn die Tür auffährt, das und das könnte kaputt sein. Weil wenn man jetzt eben vorne auf den Türtaster drauf drückt und erst wieder zurücklaufen muss, ist die Tür halt entweder schon geöffnet oder geschlossen. Und so lässt sich das Ganze eben ein bisschen leichter realisieren. Ja, ansonsten haben wir eben jetzt hier Edelstahl-Haltestangen, Vogelsitze und dann kommen wir jetzt noch nach hinten zum Motorsteuergerät. Also ihr seht schon, jetzt hier seht ihr mal, wie eine Anzeige von hinten aussieht, das sieht man halt wirklich nicht viel. Das ist jetzt eine Brose Linienanzeige, ich kann euch nicht sagen, wie viele Pixel die hat, ich gehe mal davon aus, dass die 19 Pixel hat, wie die Seitenanzeige. Aber die Frontanzeige hat eben 24 Pixel. Die ist recht selten, habe ich mir sagen lassen. Ich hätte gerne noch eine Frontanzeige zu Hause stehen, aber das ist gar nicht so einfach, an eine Brose 24-zeilig ranzukommen. Hier hinten haben wir jetzt eben das sogenannte Motorsteuergerät. Darunter sitzen nochmal ein paar Relais. Und wie gesagt, bei den 1998er Neoplan würde eben neben dem Motorsteuergerät noch das Getriebesteuergerät sitzen. Warum man das dahinter verlagert hat, kann ich euch nicht sagen. Ist einfach so. Als Innenraumbeleuchtung haben wir eben jetzt hier einmal zwei Leuchtstofflampen rechts und links. Also sind eigentlich alles Leuchtstofflampen, aber die unterscheiden sich halt ein bisschen zum Design. In diesem Gehäuse befinden sich jeweils zwei Leuchtstofflampen. Die sind auch etwas kleiner, wie ihr seht. Und in diesem Gehäuse befindet sich jeweils eine Leuchtstofflampe, die auch etwas dicker ist.
Ja, ich glaube, man kann es erkennen. Ob das das Originalgehäuse ist, möchte ich abstreiten. Also im Ersatzteilkatalog hatte ich gesehen, da ist eigentlich hier oben eine andere Abdeckung drauf, aber scheinbar hat man, also entweder die war schon von Anfang an so drauf oder bei uns hat man eben demontiert, weil, keine Ahnung, vielleicht ist auch das außenrum abgefallen, das Weiße, was da vorher drauf war, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist eben die Innenraumbeleuchtung verbaut. Ob es jetzt schön aussieht, kann man sich drum streiten, man hat sich dran gewöhnt. Die Leute, die es jetzt sehen, die denken, denen, wo ich es halt eben so zeige, die sagen immer, oh mein Gott, das sieht ja voll scheiße aus. Ich habe mich halt mittlerweile dran gewöhnt und somit, ja, sieht das Ganze eben so aus. Ich kann auch mal kurz die Innenraumbeleuchtung einschalten. Dann seht ihr auch mal, wie das Ganze aktiviert aussieht. Jetzt seht ihr auch mal hier, was ich vorhin gemeint habe. Also ich habe jetzt die Zündung angemacht und es leuchten jetzt eben hier auch unsere dementsprechenden Leuchtmelder. Ja, und diese Taste leuchtet, dieser Leuchtmelder leuchtet jetzt eben, weil das Fahrzeug aktuell in der Position ist, wo es eben nicht erkennt, ob es abgesenkt ist oder ob es aufgenielt ist, also eben auf Normalposition ist. Das liegt eben daran, weil, wie ihr seht, das Fahrzeug hat keine Druckluft und somit reicht auch die Druckluft nicht aus, um das Fahrzeug wieder aufzusenken. Ja, ich wollte jetzt mal die Innenraumbeleuchtung einschalten. Ja, gehen wir jetzt mal zu der, weil da komme ich ein bisschen besser hin. Und so sieht das Ganze dann eben beleuchtet aus. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich das Innere vom Fahrzeug schon soweit gesehen? Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal außerhalb vom Fahrzeug, dass ihr da auch mal ein bisschen was seht. Ja, so sieht das Fahrzeug jetzt eben von außen aus. Gut, rechts seht ihr halt eben nicht allzu viel. Das ist jetzt eben der vordere Radlauf. Da kann ich eigentlich nicht viel erklären. Und das hier ist jetzt der hintere Radlauf. Und hier sieht man halt schon mal eben, was das Problem ist. Bei diesen Dämpfern hier fehlt hier oben die Abdeckung. Die Dämpfer funktionieren zwar an sich noch, aber das ist halt bei der SP bzw. bei der HU ziemlich schlecht. Das Fahrzeug hat mit den Dämpfern HU und SP bekommen. Verstehe ich nicht, wie sie das gemacht haben, aber ja, sie haben es auf jeden Fall bekommen. Fakt ist, es müssen auf jeden Fall neue Stoßdämpfer rein. Deswegen sind wir jetzt aktuell dabei, neue zu bestellen. Und dann bekommt das Fahrzeug sowohl links und rechts einen Satz neue Stoßdämpfer. Wenn, dann wechseln wir gleich alle aus. Und ja, dann ist es wenigstens auch vom Tisch. Was noch wichtig zu sagen ist, an den hinteren Radläufen besitzt das Fahrzeug eine Zwillingsbereifung. Also vorne ist es ja einfach bereift und hinten ist es jeweils links und rechts doppelt bereift, wie ihr seht. Dann haben wir jetzt hier den Dieseltank. Steht ja auch hier. Bei Wagen 42 war der ausgebaut. Beim 43 ist er logischerweise noch drin. Das ist ein 300 Liter Tank. Ist, soweit ich weiß, sogar eine Sonderanfertigung, die wir hier drin haben. Also normalerweise wäre da ein anderer Tank verbaut. Und weil sich auch einige gefragt haben, wie man den Dieseltank aufbekommt. Wenn man das drückt, dann knackt es einmal. Und dann kann man den Deckel hier so aufmachen und kann dann eben das Fahrzeug dementsprechend betanken. Dann haben wir jetzt hier oben das Kühlwasser drin, das kennt ihr ja auch schon vom 42er. Da haben wir eben oben den Einfüllpropfen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich im Motorraum hinter. Da sieht das Ganze jetzt so aus. Wir haben jetzt eben hier einmal den Kühlwasserausgleichsbehälter, wo eben das ganze Kühlwasser gesammelt ist. Das wird dann quasi über verschiedene Leitungen weitergeleitet. Zum einen zum Lüfter, zum anderen zum Motor rüber, dass der auch eine Kühlung bekommt. Hier haben wir ein Schauglas, wo wir sehen, wie viel Kühlwasser drin ist. Das kommt jetzt ein bisschen auf die Temperatur an. Wenn es etwas wärmer ist, dann befindet sich das Kühlwasser ungefähr hier. Wenn es kälter ist, befindet es sich hier. Für das, was ich mit dem Fahrzeug jetzt vorhabe, reicht das Kühlwasser erstmal. Das wird sowieso demnächst abgelassen, weil die Wasserpumpe getauscht wird. Von daher fülle ich das jetzt nicht extra auf. Also wenn mit dem Fahrzeug, wenn man in die Werkstatt fährt, kann man logischerweise ein bisschen was nachfüllen. Aber für die Zwecke, was ich mit dem Fahrzeug mache, reicht dieser Stand jetzt hier vorerst erstmal aus. Dann haben wir jetzt hier eben hier den Motor. Also das Ganze hier, das habe ich schon mal ein bisschen abgeschliffen. Ist aber auch schon ein gut ein halbes Jahr her. Das müsste man halt mal jetzt nochmal neu abschleifen und dann eben lackieren. Deswegen sieht das Ganze jetzt eben hier so aus. Wir haben jetzt hier einmal den Einfüllpropfen fürs Öl. Hier haben wir den Ölmessstab, den ich jetzt aber mit einer Hand nicht rausziehe. Dann haben wir jetzt hier die beiden Kraftstofffilter, eine Pumpe für den Kraftstoff.
den Lenkungsölbehälter und hier das Luftfilterbehältnis. In diesem Behälter sitzt quasi der Luftfilter vom Motor drin. Das kann man dann hier aufschrauben, kann den Deckel abnehmen, kann dann mit einer Ratsche eine Mutter lösen und kann dann den Luftfilter nach draußen ziehen. Dann haben wir jetzt hier die Lima sitzen. Lima bedeutet Lichtmaschine und es ist im Grunde genommen ein Generator. Also sprich, wenn unser Motor läuft, dann wird hier über diesen Riemen, das seht ihr schon, die Lichtmaschine angesteuert und dann erzeugt die eben Strom. Also ihr seht auch schon, unsere Lüfter oder unser Lüfterrad, das wird auch über einen Riemen angesteuert. Und das Ganze läuft logischerweise erst dann, wenn auch der Motor läuft. Hier haben wir dann die Wasserpumpe sitzen und da haben wir halt ein wenig das Problem, also zum einen schaut die halt eben nicht mehr so toll aus, wie ihr seht. Und zum anderen haben wir das Problem, man sieht es hier unten auch leicht, die tropft ab und zu. Also es ist minimal, wo sie tropft, aber sie tropft. Da ist scheinbar eine Dichtung undicht und Wasserpumpe, wenn undicht ist, ist halt beim Motor immer etwas schlecht. Also ich sag mal, die Fahrt in die Werkstatt übersteht das Fahrzeug auf jeden Fall, keine Frage. Aber für längere Strecken sollte man die Wasserpumpe auf jeden Fall tauschen. Es ist nicht die Welt, was verloren geht. Das ist, ja, das ist nicht mal ein Teelöffel voll. Also wo das Fahrzeug gekommen ist, da war es halt unten ein bisschen nass. Das tropft auch erst, wenn der Motor auf Temperatur ist. Also durch die Wärme tun sich ja die Dichtungen und alles etwas ausdehnen. Und erst dann tropft es eigentlich. Deswegen, wie gesagt, Fahrt in die Werkstatt übersteht das Fahrzeug. Aber es muss auf jeden Fall gemacht werden. Deswegen, es kommt eine neue Wasserpumpe rein. Und aus dem Grund wird jetzt auch das Kühlwasser nicht aufgefüllt, weil das Kühlwasser muss dann sowieso abgelassen werden. Und von daher, ja, bleibt es jetzt erstmal so, wie es ist. Dann haben wir jetzt eben hier, wie gesagt, den Motor. Das ist ein MAN D08, wie ich schon gesagt habe. D0826 LUH Euro 2 ist ein Sechszylinder. Ja, hier unten haben wir die Ölwanne sitzen, die etwas verdreckt ist. Und ja, so, das wollte ich noch zeigen. Wir haben eben hier bei dem Bus auch die Möglichkeit, mal gucken, ob die Lampe kurz funktioniert, weil das ist eine Lampe. Die funktioniert aber nicht mehr. Also ich kann hier oben über diesen Schalter die Lampe ein- und ausschalten, aber die funktioniert bei mir nicht. Was ich sagen wollte, wir haben die Möglichkeit beim Bus, den Motor von außen per Hand zu starten. Also das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Endschalter betätige, ihr hört schon, es klackt. Wenn die Motorhaube geschlossen ist, ist der Endschalter betätigt, dann kann ich den Motor starten. Jetzt mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig. Normalerweise müsste ich jetzt hier den Endschalter betätigen. Und wenn ich dann hier diesen grünen Taster drücke, dann würde unser Motor starten. Und mit diesem Taster könnte ich den Motor eben wieder abschalten. Hier hinten haben wir dann noch eine Ölpumpe sitzen, die ich ein- bzw. ausschalten kann. Und ja, ansonsten haben wir da eigentlich gar nichts weiter. Hier haben wir halt noch die Motorlagersitze. Die sind aber soweit eigentlich noch in Ordnung. Deswegen, ja, kann man die jetzt erstmal so lassen. Und generell, man müsste dem Fahrzeug halt mal eine Motorwäsche verfassen. Also es hat sich halt von den letzten Jahren relativ viel Dreck und auch Altöl angesetzt, wo halt undichte Stellen waren, die jetzt gar nicht mehr undicht sind. Aber wie gesagt, das Fahrzeug hat halt niemand gewaschen. Das war halt bei denen, beim Vorbesitzer, nur als Reservefahrzeug rumgestanden. Und naja, da hat sich halt auch noch ein bisschen Schmutz gesammelt. Da waren dann auch teilweise Eichhörnchen drin, habe ich gesehen, weil da liegen Nüsse auf dem Motorblock. Ja, wie gesagt, das Fahrzeug müsste mal komplett rausgedampft werden und dann müsste man halt gucken, ob noch irgendwelche undichten Stellen auftreten oder ob die vom Altöl sind. Also ich sag mal, wo wir jetzt mit dem Fahrzeug unterwegs waren, das war eigentlich kein frisches Öl, das sind eigentlich alles Altölstellen. Aber wie gesagt, das müsste man halt mal im Auge behalten. Genau, so sieht das Ganze dann eben komplett aus, wenn man jetzt vorm Motor steht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur nächsten Seite. Und das ist jetzt auch ein Problem, was wir da ein bisschen haben. Und zwar ist das die sogenannte Katalysatorklappe, wie es ich immer nenne. Also das hier ist eben jetzt der Katalysator. Wir haben hier eben einmal den Topf sitzen, oder halt Cut, wie er genannt wird. Umgangssprachlich sagt man aber Topf dazu. Dann haben wir hier das Endrohr sitzen, wo eben rausgeht und ein Rohr geht oder kommt logischerweise vom Motor. Mal gucken, vielleicht kann ich euch auch den Turbolader zeigen, wenn man es sieht. Ja, das sieht man. Dann haben wir eben den Turbolader hier mit sitzen. Hier haben wir dann noch ein Hitzeblech, wo jetzt eine Schraube fehlt. Ja, und sonst haben wir eben jetzt hier, wie gesagt, den Katalysator und hier eben die Halterungen für den Katalysator. Warum stellt sich mein Handy eigentlich nicht scharf? Das verstehe ich gerade nicht so ganz.
Die linke Halterung ist aber halt auch schon etwas runtergekommen oder eigentlich sind beide fertig. Deswegen müsste man die halt auch mal austauschen. Und jetzt kommen wir halt zum Problem, was wir hier haben. Und zwar ist der Träger hier halt komplett durchgerostet. Und das ist auch was, wo ich nicht verstehe, wie das Fahrzeug problemlos TÜV kriegen konnte. Im TÜV-Bericht hier drin, leichte Korrosionen an nicht tragbaren Fahrzeugteilen. Aber das hier ist doch ein tragendes Fahrzeugteil. Und das ist doch keine leichte Korrosion. Schaut mal, Leute, ich kann dir den, der ist unten komplett durch. Ich weiß nicht, wie man sowas durchgehen lassen kann. Also ich verstehe es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, der Träger muss raus. Und da sind wir beim nächsten Problem. Da bräuchte man auf jeden Fall einen Karosseriebauer dafür, habe ich mir sagen lassen, weil man beim TÜV dann Schweißzertifikate vorlegen müsste. Und ja, sonst kriegt man halt keine Betriebserlaubnis mehr, soweit ich jetzt weiß. Somit müssen wir da mal gucken, dass wir da irgendwie jemanden finden, der uns den Träger einbauen kann. Ja, und so sollte der Stoßdämpfer eigentlich aussehen. Also ihr seht schon, wir haben jetzt hier die Abdeckung noch dran. Das sind Sachs-Stoßdämpfer. Die genaue Bezeichnung habe ich jetzt nicht im Kopf. Wie gesagt, so sollte er eigentlich aussehen. Und auf der anderen Seite seht ihr, wie er jetzt aussieht. Dann wäre jetzt hier eigentlich noch eine Zierleiste dran, die wir jetzt aber vorläufig entfernt haben, weil die alte eingerissen ist. Wir hatten dann von einem Schlachtfahrzeug eine neue eingebaut oder halt mitgenommen. Das Problem war aber, dass bei der hier der Gummiriemen kaputt war, der sich hier eigentlich einklinken sollte. Somit hat ihn nicht mehr gehalten und die alte Leiste hält jetzt auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen erstmal eine neue Zierleiste besorgen, dass wir dann da wieder was anbauen können. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier eben noch den Batteriekasten. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einmal hier unten an. Hier unten sitzen eben einmal die beiden 12 Volt Batterien auf dem sogenannten Batterieschlitten. Wenn ich jetzt hier den Haken rausnehme, dann könnte ich den Schlitten sogar nach vorne ziehen. Ich glaube, die Schrauben hier muss ich nicht lösen, die Flügelmutter. Aber wie gesagt, man kann diesen Schlitten auf jeden Fall raus und reinziehen und kann dann problemlos die Batterien wechseln. Dann haben wir jetzt hier die Prüfanschlüsse des Vierkreis-Schutzventils. Hier unten haben wir eine NATO-Dose, die zum Überbrücken da ist. Hier haben wir den Batterietrennschalter. Dann hier haben wir die Kabel, die zu den DAV-Typ-1-Schaltern gehen. Hier haben wir den Gegenstecker vom Control Center 2. Und das hier ist unsere Knorr-Verstellbremse. Ja. Und viel mehr gibt es hier eigentlich auch gar nicht zu zeigen. Also ich zeige jetzt nochmal hier das Behältnis, da ist eben unser Scheibenwischwasser mit drin, aber sonst haben wir eigentlich gar nichts weiter. Ja, dann hoffe ich mal, hat euch das Video gefallen. Es war vielleicht jetzt ein bisschen chaotisch aufs Ende zu, aber ich hoffe, es war trotzdem mal interessant, ein paar Sachen zu sehen, wo man so als Normalsterblicher vielleicht keinen Einblick hat. Das war jetzt auch wirklich das letzte Vorstellungsvideo von Wagen 43, aber ich finde, es ist ein bisschen schöner als die anderen, vor allem ist es auch ein bisschen ausführlicher. Es sei noch gesagt, im Innenraum haben wir 4 Ohm-Lautsprecher verbaut, also weil es auch ein paar interessiert hat, was man für Lautsprecher so im Innenraum hat. Also meistens sind es eigentlich sogenannte 4 Ohm-Lautsprecher. Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like bzw. ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus und Tschüss. Und was ich noch vergessen habe, sollte jemand von euch natürlich Interesse haben, am Projekt irgendwie mitzuwirken, dann schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine Mail. Ich würde mich oder wir würden uns wirklich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut, Servus und Tschüss.